Wir machen heute ein paar von den 88 plus mittlere oder WM-Icons auf. Ich bin ultra hyped. Ich mache meins natürlich auch auf. Das seht ihr dann logischerweise wieder morgen in der RTG-Folge. Denn ihr wisst ja, letzte Woche Base-Icon-Picks waren vielleicht für den einen oder anderen spannend. Ich finde das persönlich deutlich spannender, weil man einfach... Ich kann Karten ziehen wie einen R9 95er WM-Icon, der 6 Millionen kostet. Also in der Theorie. Das Pack kostet roundabout 200, 220, 250k, so ein 85er und ein 87er Team. Finde ich persönlich aktuell relativ fair. Aber die Frage ist natürlich, wie oft kriegt man eine World Cup-Icon? Weil wir hatten das schon mal letztens, dass man dann den etwas besseren Teil fast nie hatte. Also da hatten wir, glaube ich, immer Base oder Mittel und wir haben immer nur Base gezogen oder so. Wir gucken mal. Wir starten mit Barclays. Der hat ja so ein krankes Team immer. Das heißt, er wollte, also die meisten wollen einfach nur eine WM-Icon haben. Das ist schon mal keine WM-Icon, aber nenn 89er Philipp Lahm. Finde ich persönlich okay. Nicht mehr, nicht weniger. Ist aber auch nicht so schlecht. Kostet halt 330k. Ja, wie schon gesagt, ist okay. Nicht mehr und nicht weniger. Kann man mitnehmen. Wie ihr seht, heute machen wir es ohne Team zeigen, weil ich feiere die Packs und ich will mehr Packs ziehen und euch zeigen. Das heißt, heute Fokus auf die Packs. Aber ich will WM-Icons sehen. Maldini. Pirlo. Okay. Ja. Wie kriege ich das jetzt geschaukelt, dass ich trotzdem sage, dass ich hyped auf die SBC bin? Also, ich sag mal so. Wenn wir aus 10 Stück 3 WM-Icons ziehen, wäre ich schon happy. Wäre ich schon happy. Da ist bestimmt vielleicht mal der eine oder andere mit dabei. Pirlo mit 200k ist natürlich auch sehr schlecht. Aber was heißt auch sehr schlecht? Lahm war okay, Pirlo ist schlecht. Pack Nummer 3. WM-Icon. Bitte! Ey, das kann nicht wahr sein. Was habe ich euch eben noch... Eusebio! Oh. Was habe ich euch noch gesagt? Das war schon beim letzten Mal so, dass man immer nur die schlechten bekommt. Man muss dazu natürlich fairerweise sagen, es gibt deutlich weniger WM-Icons als mittlere Icons. Aber trotzdem, hätte ja zumindest auch mal so ein WM-Figo sein können. Das wäre schon wieder geil gewesen. Ich hoffe einfach nur, wenn wir das Video heute fertig haben, dass irgendeiner von euch eine krasse World Cup-Icon gezogen hat. Das ist mein Ziel. Ja, der erste World Cup. Oh, nee. Ey, Mann. Ich weiß nicht, wie ich das Pack noch schönreden soll hier gerade. Aber ich bin trotzdem hyped, weil in jedem Pack kann halt theoretisch so ein 6 Millionen R9 oder so ein 4 Millionen Pelé drin sein. Zumindest der erste World Cup, zumindest. Es wird ein Stück besser. Nummer 5 ist es, glaube ich. Wieder WM? Ne, wieder mit. Also 4:1 aktuell. Aber Brasilien, ZOM? Nein. Hätte Ronaldinho sein können. 91er. Pelé wäre MS gewesen. Bitter. Sehr, 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 sehr bitter. 150k. Here we go again. Acheopong RTG. Viel Glück. WM? Bitte gönn! Euse! Nein! Alter, das wäre der ultimative Bruch, wenn das mein Pack wäre. Ich wäre so sauer. Da wäre ich... Also, es ist ein geiler Spieler, es ist ein geiles Pack, der hat sogar 5-Sterne-Skills. Aber ich... Imagine, wenn mein Ziel immer ist, Euse World Cup zu ziehen und dann kriege ich sogar endlich mal eine WM-Icon und dann Paul und dann ist es nicht Euse. Aber es ist trotzdem richtig gut. Ich wäre, glaube ich, nur am Ende, das ist die einzige Karte, wo ich ultra gebrochen wäre, obwohl sie richtig gut ist, weil es halt so nah dran ist. Der kostet aber 600k und es ist richtig, richtig gut. Das muss ich einfach nochmal klarstellen. Deswegen, 5 Sterne Skills kann ingame auch ZOM. Sehr, sehr geil. Viel Spaß damit. Lol, der hat schon R9. Alter, nee. Und Carlos hat er auch schon gehabt, ne? Das muss ich euch zeigen im Video. Wenn jemand schon R9 hat, imagine, der zieht den ins Doppelt. Viel Glück. Okay, kein WM. Holland. Ah, das ist Bruch. MS wäre noch Kräuf die Hoffnung gewesen. Hullet wäre natürlich geil, der mittlere. Van Persie ist ein dickes L, leider. Alles klar.
Wir gehen weiter rein und hoffen natürlich auf den nächsten Kracher. Nach Figo gibt es keine Wellmeiken, aber Stoichkov 90. Gut. Solange du hoffentlich nicht Stoichkov als SPC gemacht hast. Das wäre natürlich sonst unlucky. Aber sonst kann man, denke ich, mit der Karte recht zufrieden sein. 350k. Doch, das ist gut. Das geht auch absolut in Ordnung. Also, ich finde bisher, dass sich die Packs schon ein bisschen steigern. Man kriegt schon gute Karten raus. Alles klar. Wunderbar. Guck mal, hier geht's noch wieder. Müsste Pack Nummer 9 oder 10 oder so sein. Auf geht's. Auch nicht World Cup. Also, zwei hatten wir. England, Stürmer. Oh, oh. Michael Owen. Das ist ja auch ganz, ganz großer Quatsch gewesen. 100k leider nur, nicht mal, 99k. Da war ja sogar World Cup Lineker viel, 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 viel besser. So, wir haben ein Pack per Stream auf Xbox. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Wir hatten auf jeden Fall dasselbe Wappen wie ich. Für Glück, mein Lieber. Auf geht's. Auch keine Wärme-Icon. Vieri 88. Ach du Heilige. Wir warten noch auf den Kracher, ne? Wir warten noch drauf. Vielleicht dann jetzt. Jetzt können wir direkt wieder on the fly in Shareplay reingehen. Schlechter geht's nicht. Bruch des Tages. Es ist wirklich so, ne? Also schlechter geht's wirklich nicht mehr. Auf geht's. FC Bing Bong. Viel Glück. Ja. World Cup, jetzt aber. Hernandez. Finde ich aber, ganz ehrlich, finde ich völlig in Ordnung eigentlich. Also mit dem wäre ich schon recht zufrieden. Leider gibt es noch nicht so viele Mexikaner. Aber der hat, glaube ich, sogar 4-4. Ne? Guck mal, der hat 4-4, 92 Pace, 88 Schießen, 88 Dribbling, 93 Beweglichkeit. Es ist, finde ich, schon eine sehr geile Karte. Wenn jetzt noch ein paar Mexikaner kommen würden, die man geil verlinken kann. Also von den Werten her finde ich ihn schon ziemlich gut. SGE Forever. Viel Glück. Gönn. Brasilien. Oh, Carlos Alberto 90, der kann sogar IV. Ja, stabil. Das finde ich auch wieder sehr, sehr, sehr stabil. Also schreibt mir natürlich auch wie immer gerne mal rein in die Kommentare, was bei euch drin war. Ich kann noch nicht so viel anfangen mit den Packs. Wir haben echt jetzt schon ein paar Karten gehabt, die so 400, 500, 600k plus gewesen sind. Schon wirklich gut. Gefühlt natürlich besser als bei den Baby-Icon-Packs. Aber natürlich auch dann oft auch Bruch. Trotzdem, ich finde es eigentlich bisher okay. Würde ich euch jetzt raten, wenn ihr genug SPC-Futter habt, ja. Und vor allem, wenn ihr ein gutes Team habt, weil der wird einem, glaube ich, schon noch weiterhelfen, selbst wenn man ein gutes Team hat. Nächstes Pack. Leider ging SharePlay nicht. PSN macht einmal wieder ein, zwei Probleme. Aber es macht nichts. Vielleicht hat er dann mehr Glück, wenn er selber öffnet. Gerade gab es ein Vieri, als selber geöffnet wurde. Wir erinnern uns. Maldini? Nein, wieso nicht Maldini? Baresi 91, wieder so ein italienischer Bruch. Auch so ein World Cup Cannavaro wäre auch so cool gewesen, meiner Meinung nach. Hätte man noch so zufrieden sein können. Das ist mal wieder, das ist genau das, was ich halt eben meinte, ne? Das ist halt jetzt schon wieder so ein Ultrabruch. Da kann man wirklich gar nichts mehr mit anfangen. Na? Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut. Was ist dein Lieblingsverein? Erste wichtige Frage. Bayern. Bayern? Okay. Ja. Glaubst du, Bayern gewinnt die UEFA Champions League? Sei ehrlich, also Hand aufs Herz. Natürlich hoffst du es, aber glaubst du es? Nee. Das wollte ich hören. Glaubst du, Dortmund schafft maximal Platz 4 in der Liga? Ja. Denkst du, Schalke schafft den Klassenerhalt? So, kommen wir mal zum 88 plus Mittel- oder World Cup Icon Pack. Ich bin in Discord mit Gurkentruppe. Mach gerne mal auf, mein Lieber. Und ich hoffe, da ist eine saftige mittlere Icon drin. Oh. Rooney? Ja, der ist aber noch mit der beste Engländer.
Das ist noch mit der beste Engländer. Paul, altes Haus, wie geht's dir? Mir geht's super, wie geht's dir? Was ist dein Lieblingsverein, Paul? Nur der Hamburger SV tatsächlich. Okay, schafft ihr den? Ich habe ohne Spaß hoffe ich auf Hamburg gegen Schalke Relegation. Würdest du das am heutigen Tag, am 9.1. unterschreiben, ja oder nein? Nein. Echt nicht? Nee. Meinst du, ihr wollt direkt aufsteigen? Oder meinst du, das wird einfach zu schwer, so wie gegen Hertha halt? Ja, ich glaube, das wird ein Trauerspiel. Ich würde mir wünschen, wenn Hamburg aufsteigt. Okay, nächstes Pack. Paul ist mit am Start. Hast du eine Wunsch-Icon, Paul? Johann Cruyff. Johann Cruyff, ja, dann lass mal hören hier. Dann lass mal sehen. Wir sind dabei. Für Glück. Ja, mein. Wenn dann natürlich auch World Cup Cruyff. Ich meine, wir wollen uns ja nicht lumpen lassen. Perfekt. Aha. Wenn das der World Cup gewesen wäre, hätte ich gesagt, richtig geil. So ist es irgendwie doof, oder? Ja, der kommt in die nächste Icon SBC. Mit diesen Worten. Guck mal, der ist aber teuer, Alter. 300.000 ist echt viel. Ja, PC-Preise, ne? Ja, okay, da spielen halt nur drei Leute. Schade, okay. Trotzdem danke dir. Was hat es denn mit deinem Teamnamen auf sich, Pepe? Wuselige RCG und BVB-Logo? Also, BVB, nur der BVB und wuselige RTG halt, um die Gegner ein bisschen zu triggern. Ja, dann mach mal dein Pack auf. Ich hoffe, das gibt einen saftigen Vieri. Ich sag, es gibt einen Butra, das wäre das Beste. Ich leg so Auge gerade, ne? Das weißt du gar nicht. Ich leg so Auge. Ja, nein. Bitte. Spanien, ja, Stürmer, nein. Ich hab schon Tschech. Oh Mann. Let's go! Butra, Junge! GG! Für die wuselige RTG! Picked up! Oh Mann, die 50 FIFA-Points sind noch beim letzten Teil. Die konnte man transferieren. Spaß beiseite, mein Lieber. Sollen wir noch ein ganz kurzes Team? Ja, das ist Umbauteam. Ich kaufe jede Woche ein neues. Das ist aber cool. Cooles Team. Also ganz ehrlich, Butra hätte ich ja schon gegönnt. Beim nächsten Mal ja. Bitte mit einem anderen Wappen, ne? Danke dir. Bis nächstes Mal. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Nächstes Pack. Auch leider nicht wieder über PSN. Ihr habt ja schon gemerkt, PSN möchte heute nicht. Aber wir sehen ja trotzdem genug Packs. Diesmal dann heute von Xbox und PC-Spielern. Das gibt ein Lampard. Also, ich bin ehrlich, wir haben gut angefangen. Aber die letzten waren jetzt auch wirklich absoluter Quatsch, ne? Das sind halt jetzt wirklich knackige 120, 130k Verlust gewesen mit dem Lampard. Zum Abschluss haben wir es noch einmal hinbekommen über PSN. Von meinem kleinen Bruder. Da hatte ich zum Glück eine gute Verbindung hin. Da gucken wir nochmal. Also, Empfehlung ja oder nein? Ich habe es ja eben schon kurz angerissen. Naja, ich kann es weder empfehlen, noch kann ich sagen, macht es nicht, wenn ihr Bock habt auf Gamble-Content. Weil wir hatten schon viele Rotzkarten drin. Du hast halt trotzdem die Chance auf einen richtigen Kracher. Und deswegen würde ich es halt immer probieren. Auch wenn die Chance natürlich gering ist. World Cup-Icon? Nochmal Hernandez, schade. Also, wir hatten ein paar WM-Icons, da aber leider nie so ein wirklich richtig geil Spiel waren. Die besten, okay, wir hatten Figo, das war glaube ich der beste. Die besten waren sonst, wie gesagt, Figo und Alberto. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Entschuldige für so ein paar, Umstände natürlich, wegen den Packs, aber ich denke, im Video habt ihr davon nicht so viel mitbekommen. Falls ihr die ganzen Discord-Packs feiert, gebt mir auch dazu mal Feedback. Vielleicht machen wir sonst beim nächsten Mal nur noch Discord-Packs. Ich finde das auch immer relativ witzig. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, Leute. Mein Pack natürlich morgen in der RTG-Folge. Bis dann.